Scheiße. Was war jetzt? Ich trau mich gar nicht. Scheiße, ich krieg's vom Kopf nicht hin. Wir können ja auch erstmal anfangen, dass du schräg runterfährst. Alter, danke, dass du so lange Geduld hattest oder mich geärgert hast. Ne? Du kannst ja das Vorderrad immer nah an der Flasche haben, dann hast du den größtmöglichen... Guck, klappt doch. Halt die Vorderradbremse fest, Alter. Sehr schön, sehr schön. Ja, 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 genau, genau. Antritt dabei, langsamer wer, langsamer wer. Hey, sehr gut. Ich denke, das ist der Fahrer. Was ist denn jetzt los? Ich will den nicht kriegen lassen von mir. Fuck. Das ist nicht drauf, Entschuldigung. Und ihr müsst aufmachen, und ihr müsst aufmachen, ja. Ingo. Ja. Guten Morgen zusammen. Wir stehen hier am Deister. Da hinten ist das Sporthotel Fuchsbachtal. Da hat Mike Luge heute übernachtet. Ja, warum? Kurze Wege. Ja, genau. Kurze Wege zum Deister. Ja, und zwar haben wir jetzt, wie im Podcast besprochen, Dan und ich privat das Fahrsicherheitstraining hier. Und das begleite ich mal so ein bisschen mit der Kamera. Ich habe schon ein bisschen Schiss. Ja, ich habe Protektoren habe ich dabei, ich habe Nähzeug habe ich auch dabei, also dafür ist gesorgt. Was ganz interessant für euch vielleicht auch ist, das ist gleichzeitig Scouting der Location hier im Deister, weil du wirst hier auch Kurse anbieten. Ich bin überrascht hier, also wir waren ja gestern unterwegs schon, ab und zu startet schon mal weh hier. Ich meine, aber man kann ja schön hoch und runter fahren und ist eigentlich genau das Richtige. Wir sind ganz gespannt und ihr kriegt einen kleinen Eindruck, was so ein Fahrsicherheitstraining bei Mike Luge bedeutet. Und wir auch. Wir sind auch wirklich gespannt. So, jetzt geht's los mit den Flaschen. Was müssen wir da machen? Wir haben hier im Gelände oft manchmal auch begrenzte Möglichkeiten, auch Kreise zu fahren oder auch U-Turn zu fahren. Und jetzt üben wir einfach mal hier auf dem Flachen, ohne Wurzeln, ohne Steine, einfach mal innerhalb von diesen Flaschen uns zu bewegen, ohne die umzufahren. Gibt es das nicht auch? Ich habe eine Schokoladenseite. Ich kann auf die nach links rum kann ich besser fahren als nach rechts rum. Woran liegt das? Das sind einfach persönliche Defizite, die du hast, denen wir ein bisschen auf den Grund gehen müssten. Okay. Nee, das ist ja im Prinzip das Schlimme, also nicht schlimm, sondern das ist ja genau der Punkt, sagen wir, als Profi, als Rennfahrer, da guckst du natürlich, was kann mein Konkurrent nicht? Und genau da wird zugeschlagen. Das heißt also, an den Schwächen müssen wir hier natürlich arbeiten. Also was jetzt natürlich bei so einer Kreisfahrt oder beim U-Turn wichtig ist, man hat ja im Prinzip manchmal den Lenker total eingeschlagen. Ja? Ja. Und wenn du ihn total eingeschlagen hast, dann ist das Fahrrad extrem kipplig. Ja? Das heißt also, wenn du in so einer Situation hier vorne nur ein bisschen die Vorderbremse drücken würdest, würdest du sofort umkippen, weil das kannst du kaum halten. Das heißt, wenn du dich immer in solchen Lenkmanövern befindest, dann solltest du tunlichst vermeiden, hart Vorderrad zu bremsen, am besten korrigieren mit dem Hinterrad, weil das verhält sich auf das Lenkverhalten neutral. In dem Fall möchte ich mal wirklich, dass ihr guckt, dass der rechte Fuß, also der Außenfuß zum Kurbenäußeren, oben ist, oben vorne, und ihr immer vor, zurück geht. Nicht kurbeln, genau. Weil ihr damit im Prinzip eigentlich so ein bisschen in die Kurve reindrücken könnt. Diese Übung ist auch deswegen wichtig, weil manchmal bist du halt auch in der Gruppe unterwegs und dann kommt irgendwo ein Engpass und dann alle irgendwie ein bisschen anhalten und bremsen und damit ihr nicht vom Rad runtergehen muss, ist immer gut, dass man auch mal auf dem Fahrrad auch mal wirklich auch mal langsam fahren kann. Ja, ich habe einen zu kleinen Gang. Genau, richtig. Ja. Ach so, ein kleiner Gang ist gar nicht gut. Ja, ein kleiner Gang, den braucht man natürlich, denn wenn es wirklich mal steil berghoch geht, schön soft treten. Ja, das ist schon eng. Du kannst ja das Vorderrad immer nah an der Flasche haben, dann hast du den größtmöglichen... guck, klappt doch. Genau, Ingo. Und dann probier, wenn du trittst, dass du weich trittst. Weich. Weil jetzt haben wir hier natürlich optimale Bodenbedingungen, guter Grip, ja, da kannst du nicht wegrutschen. Aber jetzt kannst du es ja auch alles mal machen auf lose Untergrund oder auf Schotter oder gegebenenfalls im Winter sogar. Und jede Flasche kostet dich 1 Euro, der geht nachher in meine Kasse. Wenn du schon Bescheid weißt. Also echt spannend, ne? Dass da die Defizite, die angesprochenen, habe ich sofort gemerkt eben. Tritt er denn weich genug oder genauso hart wie ich? Ja, du hörst es. Ne? Eigentlich darf man nichts hören, ne? Ja, das Klack, Klack, Klack darf man nicht hören, ne? Bei U-Turns überhaupt, da musst du die Geschwindigkeit
massiv halt auf dem geraden Stück runter regeln, denn in dem U-Turn relativ neutral rumlenken, also denn wenn möglich nur noch und nötig mit der Hinterradbremse und Vorderrad vermeiden. Flasche zwischen dem Vorder- und dem Hinterrad. Insgesamt von euch. Das könnt ihr ja selber ausrechnen. Oh, hier sind jetzt 4-5 Euro. Ich mache ja noch ein richtiges Geschäft jetzt hier. Zunge rein beim Fahren, sonst beißt die immer ab, wenn du hinfällst. Boah, Mist. 6. Scheiße. 7, 8. Desto langsamer du jetzt fährst. Nein, ab. Genau, schön dicht ranfahren, Vorderrad dicht ranfahren und einschlagen. 9 und einschlagen. Jo, okay, passt. 10, das waren 10 Euro. Och nö. Ich krieg ja Rücken. Jetzt aber. 11. Und jetzt ist der, guck mal, so dicht musst du jetzt eigentlich fahren. Und wenn du jetzt gleich danach noch mehr einschlägst, dann bist du ja im Prinzip sofort an der Flasche vorbei. Ja, und dann hast du hier den ganzen Platz hast du jetzt hier. Und ein Schlagstab. Richtig. Genau. Gleich. Ja. Sehr gut. Es ist im Prinzip genau das richtige Basistraining, weil du kannst nicht glauben, du lernst auch kein Beachvolleyball im Beachvolleyballspiel. Das musst du auch erstmal trocken üben, nur pritschen, nur Bagger in die Hocke gehen und so weiter. Und es ist hier genauso, hier musst du erstmal Basics machen. Hier willst du nicht irgendwie mit Unebenheiten oder Wurzeln oder Steinen zu tun haben, sondern erstmal flach, damit du dich nur darauf konzentrieren musst, wie muss ich anrollen, angucken, die Flasche, wenn ich sie rechts überholen will, links ansteuern, mach den Schlenker nach rechts. Und so hast du im Gelände halt auch genug Situationen, die gefährlich sein können oder ein spitzer Stein, der rausguckt, den du treffen willst, und dann weißt halt genau, was du zu machen hast. Und sagst dich, boah. Sehr gut. Sehr gut. So, in dem Moment, wo du nach vorne gehst, ist natürlich das Hinterrad relativ leicht. Ja. Ja, und wenn du jetzt nochmal Tatsache mal, aus welchem Grund auch immer, mal so ein Sicherheitsdrift machen musst, ja, dann gehst du natürlich mit dem Gewicht nach vorne, dass es hinten entlastet ist, und dann schlägst du ein. Dann kannst du im Prinzip hinten rumrutschen. Ja, und ziehst dann die Bremse? Hinterradbremse, nur die Hinterradbremse. Mit ein bisschen Geschwindigkeit, dann mach ich den Fuß raus, geh nach vorne. Und damit kann man ja im Prinzip nichts passieren. Sagen wir mal, da kommt jetzt irgendwie, was ich weiß, etwas, was mir Panik macht, und ich muss sagen wir mal spontan anhalten. Okay. Müssen. Ja, Halleluja. Ganz einfach. Sieht immer so schön einfach aus bei Leuten, die es können. Hat, wie gesagt, mit der Gewichtsverteilung zu tun. Wirklich ganz vorne drauf sitzen. Mach ich nochmal. Ich habe Angst. Genau. Ja, du musst schon voll an der Bremse gehen. Wichtig ist das Fahrrad auch schräg stellen. Weil was du nicht hast, haben möchtest, wenn du, ich meine, das ein bisschen nach, wenn jetzt einmal so driften würde seitwärts, ja, und jetzt kommt der, ja, aber dann kippt eine kleine Wurzel, dann würdest du rüberfliegen. Deswegen musst du immer. Aber du hast am Anfang, man hat Angst, die Bremse auch voll. Na gut, das ist ja wie beim Auto. Ja, war okay, Rad schräg. War jetzt nicht schräg gestellt, genau. Redet, ja, war zu aufrecht. Genau. Ja, das war jetzt die erste, das war der jetzt in Zeitlupe. Aber das war genau wie bei mir. Ja, du musst die Bremse voll reinhauen. Zumachen, die Bremse. Und Rad schräg. Ja, der war gut. Und Rad schräg stellen. Das war jetzt ganz halbherzig. Setzen und bremsen. Ja, hast du zu früh gebremst. Lass uns einfach. Ja. Genau. Runter. Alter Falter. Jetzt geht's hinten runter mit dem Po. Nein. Jetzt sind hinten runter, sitzt hinten auf. Sitzt du? Ja? Alter, nicht also machen. Jetzt musst du gucken, dass dein Gewicht nach hinten bekommst. Guck, dass du wirklich bewusst. Genau. So, das Alter, mach das nicht! Ich mach, ehrlich, du kannst mir vertrauen, ich mach nichts Schlimmes.
So, Alter. Wenn du jetzt die Vorderbremse langsam aufmachst, langsam aufmachen, die Vorderbremse aufmachen, 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 dann bist du wieder unten. Zwei Sachen. Entweder, weil du extrem hart bremsen musst und Tatsache nachher in die Bremswirkung kommst, weil du hast ja nachher am Vorderrad bis zu 100% Bremswirkung, was hinter der Luft ist. Oder wenn du eine Abfahrt runterfährst und es geht hinten hoch, damit du sofort Panik kriegst. Weil das Wichtige ist, in diesem Moment die Vorderbremse aufzumachen. Dann kommt das Rad wieder runter. Ja, ja. Die meisten bremsen einfach zu lang und überschlagen sich. Denn ja, was gar nicht mehr notwendig ist. Meistens. Oh. Okay, reicht, wenn Dan das gemacht hat, ne? Alter. Ja, Ingo? Ja, gut. Also, Ingo? Halt die Vorderradbremse fest, Alter. Vorderbremse gehalten. So, Ingo, und jetzt sitzt du mit Po hinten. Hast du dein Gewicht nach hinten verlagert? Ja, ja. Sogar ein bisschen hinter den Sattel aufgehen. Ja, ja. Genau, genau. Jetzt kann ich mit dir sogar noch höher gehen. Guck mal, jetzt muss ich dich eigentlich kaum halten. So, und wenn jetzt wieder, wenn du in so eine Situation kommst, guck mal in die Kamera rein, damit man dich auch sieht. Ja, ja, ja. Dann ist im Prinzip die Notwendigkeit da, die Bremse aufzumachen, vorne links, langsam aufzumachen. Soll ich machen jetzt? Aufmachen, ja. Langsam. Und dann kommst du wieder. Dann kommst du wieder runter. Wie gesagt, das ist dieser Moment, wo du meistens so viel Panik kriegst und die Leute nicht mehr die Hand aufkriegen. So, nächste Aufgabe. So, ihr wart ja beide vorhin schon auf dem Vorderrad gewesen, ne? Das war so etwa so diese Position und hier geht's auch genau entsprechend so runter. Es müssen dann 25% sein. So, das Wichtige ist, damit ihr da runterkommt und ich möchte, dass ihr langsam, also wirklich bewusst langsam fahrt, so langsam wie möglich. Dafür müsst ihr auch gucken, dass ihr euer Gewicht so weit wie möglich nach hinten bekommt. Das heißt also, ihr müsst im Prinzip eigentlich fast hier hinten sitzen. Hier ist so eine kleine Fläche, da kann man sich wunderbar gegensetzen. Das kann man nicht bei jedem Sattel. Weil was ihr möchtet nicht nach vorne euch fallen lassen, weil dann geht sofort das Hinterrad hoch. Ja? Und wenn das Hinterrad hoch geht, lasst es entweder zu, überschlagt durch, ihr müsst es aufmachen, wird schneller. Aber ich möchte, dass ihr langsam fahrt. So, also, draufsetzen, zurückrutschen, einklicken. Und jetzt landet der wirklich mit dem Gerät hinter dem Sattel. Denn so weit zumachen, dass ab und zu ruhig mal das Hinterrad so ein bisschen hoch geht. Wirklich bewusst langsam runterfahren. Vorne mehr. Hinten schwer machen, genau, hinten schwer machen, sehr gut. Vorne noch mehr. Kann ich mehr. Ja, genau. Scheiße. Was war jetzt? Ich trau mich gar nicht. Was macht man denn, wenn man sich nicht traut? Wir können ja auch erstmal anfangen, dass du schräg runterfährst. Scheiße, ich krieg's vom Kopf nicht hin. Dann fahr doch diagonal, Ingo. Ja, ja. Auf. Ingo. Auf. Guck, dass du sofort den Fuß aufs Pedal abstellst, weil du brauchst deine Füße auf dem Pedal. Am besten den Innenschenkel mit dem Sattel berühren und die Hände am Lenker. Wenn du diese 1, 2, 3, 4, 5 Punkte berührst, kannst du stabil fahren. Wenn du einen Fuß runter hast, ist alles instabil. Ja. Hinsetzen, ja, geh runter, ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, genau. Es war auch schön langsam gut. Alter, danke, dass du so lange Geduld hattest oder mich geärgert hast. Ne? Der hat mich so lange geärgert. Ich hab dich nicht geärgert. Ich stand hier und hab gesagt, ich mach's nicht. Hat er so lange rumgemacht, bis ich's dann jetzt kann auf einmal. Vielen ja, man muss. Also die Geduld muss man auch erstmal haben. Oder diesen Willen, den Schüler dazu zu bringen, da runterzufahren. Gerne, ich kenne das ja, Ingo. Das ist ja so oft, dass man muss nur mal das Eis brechen und dann wird es eigentlich total, total normal, ja. Deswegen erstmal üben wir erstmal im Freien, dass wir mal Vorderrad anheben und das Hinterrad anheben. Das ist im Prinzip das Vorspiel, wie man hier auf dem Bürgersteig rauffährt. Das ist natürlich mit Klickpedalen einfacher wie mit Flat Pedals logischerweise. Und darum geht es einfach, dass man halt sein Gewicht kurz nach unten bringt, sich abstößt und dann ganz schnell die Arme ranzieht. Im Prinzip ist es ähnlich, wenn ich einen Schrecksprung machen würde, ja?
Den kann ich auch nicht so machen, wenn ich wegkommen will, sondern ich muss mich abstoßen. Und so kann ich den springen. Und so ist es beim Fahrrad genauso. Runtergehen, abstoßen, den praktisch die Beine ranziehen fürs Hinterrad und die Arme ranziehen fürs Vorderrad. Wir machen ranziehen, abstoßen und ranziehen. Wenn's aber geht. Ziehst du die Vorderradbremse oder nicht? Nee. Sehr gut. Nur vorne erstmal, ja? Freigerührt. Kaputt gemacht. Vorne war gut. War auch nicht schlecht. Genau. Richtig. Wunderbar, Vorderrad. Jetzt fürs Hinterrad bist du ein bisschen jetzt zu schnell. Du wirst es vielleicht ein bisschen langsamer werden, dann hast du auch genug Zeit, um Hinterrad hochzukommen. Wunderbar. Ja. Alter, sehr smooth. Wunderbar. Schaffen das Kursteilnehmer bei dir? Ja. Die meisten. Da ist der Druck schon mal da, ne? Ja, das ist schon ein bisschen mehr Schwung, den man nehmen muss. Nach hochfahren. Ja, da kommst du aber mit der Kette dran. Ne? Mit der genau, Kette. Also musst du schon springen. Antritt dabei, langsamer wer. Hey, sehr gut. Wunderbar. Easy. Alter, sehr schön. Boah. Jetzt ist hier eine Lücke zwischen vier Paletten. Ach du Schreck, was machen wir denn da? Wir springen ja von einer zu anderen. Ja, im Prinzip hat man ja auch mal im Gelände mal die Situation, dass es, sagen wir mal, irgendwie mal so ein Loch reingeht und da muss man da vielleicht nicht zwingend so sich reinsacken lassen und damit auch noch bremsen. Und dann wird man da natürlich im Prinzip, wenn man jetzt hier bremsen würde, dann kommt man hier an diese Kante ran und dann würde es sich im Prinzip hier überschlagen. Was du hier natürlich machen musst, ist, du musst hier runterrollen und jetzt musst du dich im Prinzip auch gleich hier wieder abstoßen und hier wieder raufspringen. Ja, okay. Und somit hast du im Prinzip dieses Handicap gemeistert. Und gleich wieder hoch. Hopp. Genau. Da wäre jetzt so meine Grenze, wo ich sage, boah, da ist ja schon zweimal kurz vorm Sturz. Ja. Genau das ist es, genau. Aber es ist ja nicht. Gut, immerhin habe ich nicht gebremst. Aber ja, genau, nicht aber so. Mit schwer, dem ne? Gewicht warst du genau, zu da. Lange unten gewesen. Ah, das kriege ich. Das ist schwer. Ja. Das ist eine schwere Übung. Jetzt geht's im Kreisfahren, ist ganz einfach, ne? Also per se ist es einfach, bloß in dem Moment, wo man schneller fährt, da geht's dann los, mit welchem Gang muss ich fahren und wie muss ich auf dem Fahrrad sitzen. Also um dann eine kleine Auflösung zu geben, wenn ich halt schnell fahren will, muss ich halt viel Druck auf den Vorderreifen kriegen, also muss ich relativ weit vorne auf meiner Escalade-Nasenspitze sitzen. Und wenn ich auch schnell fahren will, dann darf auch meine Übersetzung, die darf nicht zu klein sein. Die Übersetzung muss tendenziell ein bisschen schwerer sein, damit ich praktisch mit dem Hinterraddruck mich in die Kurve reinfahren kann. Fahre ich zu klein, fällt mir das Fahrrad raus. Okay. Ist der Gang tendenziell schwerer, habe ich schönen Druck, ich habe schöne Kontrolle, ich fahre schön ruhig und dann kann ich mich wunderbar aufs Konzentrieren, auf dem Grip des Vorderrads. Naja, ich bremse ja, das Blöde an der Sache. Ja, ich glaube, das ist der Sinn der Übung. Dass man nicht wegrutscht. Hey. Oh, jetzt. Was ist denn jetzt los? Ich will sie nicht kriegen lassen von mir. Zumindest. Komm sofort da raus. So, mir ist jetzt schlecht hier von drehen schon. Den musst du wieder nach vorne setzen. Du musst halt mehr Druck im Vorderrad haben. Also kann ich das Tempo von dir kann ich nicht fahren. Also kann ich halt nicht fahren, außerdem wird mir ganz schön übel. Und das sind Sachen, die einfach fundamental wichtig sind, weil ab und zu bewegt sich mal an der Grenze und musst halt wissen, wie du auf dem Rad drauf sitzt, wo dein Gewicht sein muss, was wir ja gesagt haben, Vorderrad. Und natürlich den Gang. Manchmal ist ein kleiner Gang gut. Weißt du, wenn du lange berg hoch fährst, eine schöne Frequenz zu haben. Aber manchmal ist eine hohe Frequenz auch hinderlich, weil sie dir einfach keine Ruhe gibt und dich eigentlich aus der Kurve rausträgt. Ja. Tendenziell etwas schwereren Gang, genau. Genau, vorne mehr Druck aufs Vorderrad. Wirklich vorne auf der Nasenspitze sitzen. Wirklich Druck aufs Vorderrad. Nach vorne rutschen mehr, Ingo. Ja, die hat das gleich. Du sitzt nicht weit genug vorne.
Nach vorne rutschen, nach vorne. Ja, ja. Oh, wird an mir echt kotzübel. Also, Inge, ich habe bei dir gesehen, dass du das nicht ausgenutzt hast, dass du nicht weit genug vorne sitzt. Weil ich konnte immer noch deinen Sattel gerade so sehen. Du musst eigentlich den Tatsache, als ob du Liegestütz machst. Du musst auf dem Lenker in dem Moment liegen, damit du wirklich den Reifen auf den Boden drückst. So ist besser jetzt. Richtig. Du musst aber treten, Arbeit. Treten, nicht aufhören zu treten. Ach so, bei Druck, ja. Mach dich schwer vorne, du musst nach vorne und mehr gehen. Richtig, genau, den Druck brauchst du vorne. Okay, verstanden. Zumindest habe ich es verstanden. Gut. Jetzt muss ich aber... Ja, guck ich auch über Kreuz. Treppenstufen. Natürlich nicht ganz so einfach, weil das Schwierigste dabei, dass man den Druck und den Antrieb praktisch genau mal zwischen den Stufen wählt. Und wenn man auf den Stufen... Ich finde, muss man ein bisschen mit dem Körpergewicht arbeiten, also mit dem Oberkörper. Und dann kann man sich da so rüber hieven über die Stufen. Es ist also nicht so super steil, aber schon jeder kleine Fahrfehler wird die dann zum Anhalten zwingen. Also muss man schon genau konzentrieren. Wir reden von Berg hoch. Berg hoch, ja, ja. Oh, ich dachte ja, ja. Berg runter. Das ja, auch, ja, 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 ja. Ja, also ihn so gerade noch gut. Dann im Prinzip den Arm schön weich nachgeben. Da sind im Prinzip die Arme, die Stoßdämpfer. Und genau da merkst du natürlich auch, wenn du da zu viel Reifendruck drin hast, dann kriegst du brutale Schläge und das ein bisschen rausmachen. Aber du federst echt viel mit den Armen. Ja, ja. Du kannst jetzt kommen, denn. Und jetzt Druck. Richtig. Und Druck. Und Druck. Schiss. Er hat sich verfahren. Ja. Und ich meine, ist natürlich auch klar, da sind natürlich die Reifen jetzt besser, ne? Die bieten ja natürlich eine bessere Traktion, weil sie mehr auf den Punkt kommen, ja? Hier bist du eher so auf dem Surface, so oben drauf, und dann rutscht du halt durch. Und die haben halt eine... Da ist schmaler besser als... Da ist... Ja, es ist ja nicht unbedingt immer dicker, immer besser, ja? Ich meine, mit diesen Fat Tires, ja, da kommst du ja auch nirgends so hoch. Klar, hier kannst du im tiefen Sand fahren. Ja. Du nimmst die Geschwindigkeit besser mit. Ja, ups! Du hast jetzt hier einmal den Punkt der Traktion. Und kann ich schräg fahren? Und in dem Moment musst du jetzt auch... Das ist ja auch böse. Ja, ja, das ist jetzt... Aber kann ich nicht schräger fahren? Das wäre eine Variante, um damit den Winkel zu verbessern. Das heißt, ja? Ab hier fahre ich schräg. Ja. Ja, das ist aber schon ganz hohe Schule, oder? Das zu fahren. Du bist ja eben selber da kaum hochgekommen. Ja, das ist schon jetzt eine Challenge, die ist nicht so einfach. Ja. Ja. Du bekommst jetzt fest, der schräg. Das ist nicht drauf, Entschuldigung. Stimmt, die Arme arbeiten richtig. Pah, ja, nicht schlecht. Ja. Zählt. Ich glaube, ja, es soll heute nicht sein. Da war ich das Vorderrad zu lange in der Luft. Einen noch. Das geht nicht. Ich komme da nicht drüber. Okay. Ich habe jetzt aber hier auch voll die Scheiße drin im Reifen. Ja, ja, irgendwas ist da dran, habe ich auch schon gesehen. Das riecht auch so. Das bringt doch aber eigentlich Glück, oder? Oh shit, du hast das beim ersten Mal geschafft. Die Scheiße. Jetzt stinkt die Scheiße Reifen hier. Die. Geht auch Traktion verloren. Das ist alles jetzt Schmierseife da. Ich fange gleich an zu würgen, Leute. Nee. Das steile Stück fährst du auch runter hier? Was? Hier fährst du runter? Der Lauf mache ich nicht, ne? Ernsthaft? Ach du Scheiße. Du hast da null Angst? Oder gibt es da wenigstens ein kleines Zucken, wo du sagst, also ich meine jetzt bei dem steilen Stück da hinten. Also wenn es jetzt feucht wäre, wäre es natürlich nochmal anders, ne? Da setzt nicht die Reifen hinzu, weil es so ein Lehmboden hier. Ja. Aber wenn es trocken ist, da weiß ich ja... Aber fahr ich nicht was ich da für einen Grip habe. Also, bitte nehmen Sie Platz. Schön zurückgehen. Und dann lässt man langsam das abrollen. So, wird übrigens ein Rad getragen, ne? Richtig. Ja, ja, gleich der Vorführeffekt hier, der Cross-Weltmeister. Ja, aber das sind Sachen, die sollte man eigentlich auch in der Phase, wo man so ein paar Sachen ausprobiert. Wenn du
da wirklich mal stürzt und fällt auf den Ellbogen rauf und ist ja gleich schmeißt ihn in die Waschmaschine und dann ist es wieder in Ordnung. Aber ansonsten ohne Schoner, man hast es wieder offen und dann hängst du wieder am Bettlaken fest, wenn du nachts aufwachst, weil es eingetrocknet ist. Und das verursacht natürlich auch so ein, hinterlässt so ein Trauma. Da bist du wieder einen Schritt wieder zurück, ja. Deswegen bis hierhin bremst du noch schön und hier willst du noch rutschen und da lässt du den auf, da lässt du den rollen. Setzen, genau, nicht schwer machen. Nicht schwer machen. Genau. Und ihr müsst aufmachen. Und ihr müsst aufmachen, ja. Sehr gut. Das ist ja geil. Den schwer machen, den schön schwer machen. Und auf jetzt, und auf, ja. Oh, hätte ich mich nie getraut. Das hätte ich mich wirklich nie getraut. Ich glaube, dass die Schoner nochmal wirklich mental dir sagen, okay, ja, du hast nicht gleich einen gebrochenen Ellenbogen. Das heißt jetzt ohne die Wiese vorne weg. Wäre eine Spur zu heftig, ne? Ja. Ja, weil er weiß ja gar nicht, was Sache ist. Weil hier kommt ja nochmal dieser rutschende Faktor dazu, den du schlecht einschätzen kannst. Auf der Wiese hast du zumindest erstmal berechenbaren Widerstand, einen gleichbleibenden Widerstand. Aber hier ist ja so, dann hast du auch nochmal die Wurzeln da drin, die kleinen und die Absätze und mal lose und mal festen Untergrund. Und dann ist es schon anders. Und da musst du dann ab einem gewissen Punkt einfach auch die Bremse mehr aufmachen, damit der Reifen physikalisch sich selber den Weg suchen kann des geringsten Widerstandes. Und zwar geradeaus zu laufen. Weil wenn du hier zu viel bremst, dann rutscht du ja mit dem Hintern weg. Oder mit dem Hintern rutscht es weg und dann musst du vorne korrigieren. Dann kommst du vielleicht im Vorderrad über auf eine Wurzel, wo du gar nicht hin willst. Und dann bist du natürlich verloren. Das ist schon ja krass. Hoppa. Ja, das sieht immer so easy aus. Ja, Sportfreund. Ich bin noch das erste Mal hier lang gefahren. Ehrlich? Einmal musste ich ausklicken da hinten, aber sonst ging's. Ich bin ja jetzt relativ langsam hier runtergeschlichen zwar, aber an den Punkten, wo es denn steil und hoch und runter und so ging, konnte ich schon vom Kopf her befreiter fahren als ohne die Übung, die wir vorher gemacht haben. Das ist so für mich ein ganz cooles Fazit, dass ich jetzt schon wusste, ah, jetzt muss ich Bremse aufmachen. Ah, jetzt muss ich mit der Vorderradbremse statt hinten und solche Sachen. Ne? Und das ist schon... Und jetzt muss ich glaube, heute Morgen wäre ich das nicht, hätte ich dreimal mehr ausgeklickt. Ich hab's auf Kamera, ich hab's auf Kamera. Ja, das kann man fahren, ne? Ist draußen. Ja, und da vorne die nächste, die Linkskurve, fährst du auch ganz rechts. Ja, ja, das habe ich. Aber hier habe ich vorhin schon rausgeklickt. Bremse auf, dann rollen die Räder alleine darüber. Fuß hoch und rollen lassen. Fuß hoch, Pedal auf. Zack. Das habe ich auch auf der Kamera, dass du es jetzt geschafft hast. Ja, krass. Beim zweiten Mal das kleine Stück, wo ich vorhin Angst hatte, hast du mich nochmal runtergetrieben. Ganz klar, ja, die Hausaufgabe ist, das weiterzuüben, ne? Aber es hat schon richtig was gebracht. Ja, ich sag mal, die Wiederholung macht es dann auch, ja, dass du mit den Sachen, die dir erst irgendwie so super gefährlich vorkommen, nachher, wenn du überlegst und einfach ein bisschen mehr rollen lässt, dem Reifen einfach ein bisschen mehr Freiheit gibst, dann kommst du da drüber. Ja? Ja. Und vorher, wenn du bremst, wird es natürlich alles ein bisschen instabil, es wird langsam, dir fehlt die Dynamik aus den Laufrädern, dann kippst du natürlich um oder musst anhalten. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch viel gelernt. Wir verlinken das unten, deine Webseite. Du bist ja quer in Deutschland unterwegs, demnächst genau. Hier auch im Deister. Daten und so folgen alles noch. Also morgen noch eine schöne kleine Deister-Tour.
Ja, genau. Gerne. So eine entspannte, vorher, chillige Tour? Vorher ja. kann ich gar nicht wegfahren, ja? Ja, einmal, dass du hier die Umgebung noch siehst, ne? Genau. Ja, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Es ging jetzt doch öfter mal hoch und runter, als ich gedacht hätte. Ich komme aus dem Schwarzwald und von daher dachte ich erst, ach, hier kann nicht viel passieren hier oben. Aber überraschenderweise war wirklich cool, hat Spaß gemacht und vor allen Dingen hat auch Spaß gemacht, euch zuzugucken, ja, wie ihr euch im Prinzip entwickelt habt, ja, und verbessert habt, ja. Und also, auch die Armschoner, auch die haben so ein bisschen Wirkung Sicherheit gebracht. Ja, ja. Und das, die wurden nicht gebraucht, das war hatten, ne? Du stehst auf dem hohen Sprungturm, willst nicht runter, brauchst halt jemanden, der dir gut zuredet. Ja. Ob man es glaubt oder nicht. Also, ja. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuschauen. Hat echt Bock gebracht. Vielen Dank dir für diese schöne Lehrstunde hier. Gerne. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Die Flaschen stehen hier schon. Die Flaschen stehen hier schon, die seht ihr schon. Die Flaschen. Das ist bei uns, ne? Gerne mit. Nee, das klappt nicht. Du kannst auch hier bleiben, ich hol dich danach. Ja. Hat überall hingeschissen. Ja, coole Sache. Das riecht ja schon wieder irgendwo. Ja. Den scheiß Hundegeruch, ich glaube, den riechen wir heute Abend noch, selbst wenn keiner mehr da ist. Muss schon wieder die Reifen waschen, ne? Ist das zum Kratzen? Achtung, hier liegt wieder eine Wurst. Ja.